Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Ja, wir sind immer noch hier am Babys schmeißen. Seitdem die Frau Brunner fährt, flippen wir die Babys raus wie nix. Die ist eingespielt. Wo kaufst du denn jetzt die Handy-Dinger hier, Auto? Auf den Hof oder was? Werden die dann... baute sich ein Haus. Genau, die. Ne, die werden dann verkauft. Beziehungsweise, die gehen erstmal nach Dingens zum Begutachten. Also erstmal lässt sie bei dir am Hof ab, oder was? Nee, die bringe ich weg oder die werden abgeholt. Ah, okay. Die müssen zur Uni, die werden da untersucht. Ah. Ob das alles so ist, wie es sein soll. Aber wie gesagt, ich habe noch... Rolle ist oder ob der Pullover nach 3 Wochen auseinanderfällt. Also ich habe bis jetzt noch kein Okay von meinem Händler. Muss ich mal... gibst du mir die Daten von dem Labor durch und dann sollen die dem eine Probe schicken oder so, wa? Ich kann auch einen Ballen bei dir abladen. Puh, können wir auch machen, ja. In die Halle, rein oder so. Ja, und den Rest weg damit. Erstmal nach Bamberg. Ja. Kann ich noch nur mit, kann ich auch abholen kommen, oder? Mit dem LKW oder nicht? Guck mal, da hat die Frau Brunner aber was stehen lassen. Das sehe ich von ihr. Und die kommt ja noch. Otto! Alles runter! War doch noch was. Hier habe ich doch was Weißes gesehen. Vom Weiten. Ja. Rups ab mit der Hand. Also, ja. Also für mich ist nichts, für euch hier, für Melu. Fangen die an, Baumwolle zu pflanzen? Na, pflanzen jetzt vielleicht nicht, aber die andere können wir uns schon zulegen. Du stehst neben mir. Sorry. Ja, ich weiß nicht, also. Keine Ahnung. Sehr schön. Also den anderen zulegen. Würden wir uns wahrscheinlich schon, aber ich denke mal anpflanzen nicht. Ja, dann. Ich weiß nicht, ob man dann in dem kleinen Örtchen hier 2, 3 so ein Ernter braucht, keine Ahnung. Die Ansaat ja. Funktioniert genauso wie alles andere auch, das ist nichts anders. Ja, ja. Das haben wir Flügen, schon. Rennen mit dem Zeug und dann abbaden. Na, Otto, das ist jetzt ein Vorführer oder was von dir? Nee, das ist meiner. Ach, der ist schon gekauft. Ja. Na gut, dann brauchen wir es ja auch nicht. Ja, ich denke, viel Geld gekostet. Ich denke mal, so viele Bauern werden es nicht machen. Ja, glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn jetzt noch Testergebnisse ausstehen, also ich würde erstmal die Testergebnisse abwarten und dann sagen, ja oder nee. Ja, ja. Wie hoch ist das Ding überhaupt? Das ist doch über 4 Meter, oder? Oh, Andi, pass auf, Andi. Was ist? Ja, du wurdest fast überfahren. Ach, ja, lieber, sorry. Ich sehe ja nix. Nee, das ist wirklich schlecht. Da hinten müsst ihr aufpassen. Schon ein bisschen verdichten hier. Beachtlich hier. So, fertig. So schaut's aus. Naja, wie gesagt. Also das Ding ist schon riesig. Ist er nicht ein bisschen hoch auf der Straße? Ist er über 4 Meter oder was, oder? Oder klappt das Ding noch weiter ein oder so? Nee, das kannst du natürlich klappen zusammen. Wenn du fertig bist, fährst du das Ding wieder zusammen, ne? Ach so, ja. Jetzt, wo ich gerade... Gott sei Dank sind da keine Stromleitungen. Das wäre noch gefährlich. Ja, jetzt sieht das Ding schon anders aus, okay? Aber der Otto hat das schlau gemacht. Schöne Feldvorführung, das ganze Feld abgeerntet, er hat keine Arbeit. Ja. Und da kann ich überall gucken, ob die Puschel alle weg sind. Ja, ich würde sagen, da bringst du mir so ein Ding vorbei, Otto, wa? Dann legen wir bei mir in die Halle rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, die anderen beiden, genau, kriegst du so ein Ding hier. Ja. Oder soll ich da abholen kommen? Mit irgendwas? Kannst du auch. Womit kann ich das denn laden? Mit der Gabel oder was? Mit Ketten drauf. Nee, ich meine auf meinem Anhänger. Ich habe ja keinen so einen Ladeanhänger. Also aufladen mit einem Frontlader oder sowas kannst du es nicht. Ah, okay. Weil dann fallen die Ballen auseinander. Nee, dann lassen wir es. Dürfte auch etwas schwer sein. Dann bringst du mir so ein Ding mit deinem tollen Lader vorbei und fertig ab. Ja, ja. Weil wenn du reinspießt und es anhebst, dann fällt das ganze Ding auseinander. Ja, das glaube ich auch. Die Seilchen da oder die Drähte, die sind nicht so dick. Ja. Wie viel Hektar waren das hier jetzt? Keine Ahnung. Aber wenn du jetzt komplett vollgepresst hättest, hättest du vielleicht 1,5, wa? Oder 2 vielleicht? Dann sind es 1,5, ja. Ja.
Warte, ich gucke auf meinem Tablet gerade. Dadurch, dass wir zwischendurch mal abgeladen haben, sind es jetzt eben 3, aber die sind ja nicht. Sind genau, ja leicht. Da fehlt ein bisschen was. Ja? Kommst du später noch am Kuhhof vorbei? Ja, ja, ich komme nachher vorbei noch, ja. Das Feld sind 2,08 Hektar. Beziehungsweise ich komme gleich vorbei. Bist du gleich im Hof? Ja, ja, ich fahre schon voraus. Okay, ja, dann komme ich gleich vorbei. Dann sind wir eh fertig. Genau, dann komme ich gleich vorbei. Ich auch vorbeikommen, okay. Clara. Ich, wie hat sich gern lieber, bis später. Trocken oder feucht, Otto? Hä? Wie hättest du es lieber? Feucht oder trocken? Also, wichtig ist wieder sauber machen, Blume. Nee, was denn jetzt? Feucht oder trocken? Feucht krieg ich selber hin. Also putz wieder sauber, wenn er fertig wenn ist. Wenn du feucht hältst, dann kommst du nach mir. Tschüss. Ja, ich sag ja, wieder sauber machen. Ja, alles dann, Otto, danke für die Vorführung. Okay, mach's gut. Wie gerne, gesagt, mir bringen wir so ein Ding vorbei, die Tage oder so, dann gucken wir mal, ne? Jo. Jo, ciao. So. Wo hab ich denn jetzt mein Fahrzeug? Da fahren wir noch mit der Clara vorbei. Wieder ja das gute Stück. Dann fahren wir mal aus dem Kuhhof. Dann ist dann die Karre der Maserati da, mein lieber Scholli. Ja, das ist schön, jetzt mit der Britsche hier, da siehst du mal nach hinten was, das ist optimal. Ach ja. Ihr seht schon, ich hab das Head-Eye-Tracking wieder aktiviert. Ich habe dann noch ein paar andere Einstellungen machen können, die ich noch nicht wusste. Und das scheint jetzt zu funktionieren beim Licht. Also so wie es aussieht. Das sagt jetzt nicht mehr so. Aber da kann man immer noch mehr Feinheiten rauskitzeln. Das ist sehr, sehr, sehr penibel, kann man das einstellen. Dass das wie man es jeder es gerne hätte, ne? Und wie gesagt, es ist nicht das mit dem Bügel, ne? Das ist einfach eine Kamera, Software, Ende. Ich habe nicht das mit dem Bügel gekauft, das seht ihr ja auch. Ich habe nichts am Hut fest, ich habe nichts an einem Headset, ich habe gar kein Headset an, beziehungsweise benutze auch keins. Ist alles gut. Könnte ich auch schon fast wieder mähen, oder? Das ist auch schon fast wieder durch hier. Klar, natürlich. Das ist ja optimal. Dann machen wir das. Wo ist sie denn? Packt man das Ding denn jetzt? Jetzt hat der Alexander noch hier angeflogen, kommt mit irgendwas. Wo ist sie denn, die Clara? Brauchst du nicht? Ach, da kommt sie doch. Servus! Achtung, Achtung! Ja, Großalarm! Großalarm! Wo ist denn dein Angebetener? Der ist auf Lehrgang oder hat er heute Schule. Macht Fortbildung. Ah, okay. Da muss ich den Riesenhof alleine. Ja, gell? Okay. Ja, das kennen wir.
stemmen. Oh, jetzt kippe das daneben. Das muss wieder aufheben. Ja. So weit weg vom Futterbahn. Aber wenn du Hilfe brauchst, ich könnte ja hier und da mal was helfen, dreschen oder so. Keine Ahnung. Schon im Moment nicht viel zu tun. Aktuell bin ich ein bisschen beim Ansehen. Du hast nicht viel zum Tun. Im Moment? Ja gut, ich werde noch ein bisschen was verkaufen. Aber jetzt, wo ich mit dir reden wollte. Ich habe vor, wie soll ich sagen, wie so eine Art Börse rauszumachen. Also ich brauche da eine Geschäftsführerin, die das Ganze leitet. Ich bin ja nicht tot und für ein bisschen was will ich auch noch erleben. Also ich kriege meine Prozente, dafür überlasse ich das ganze Gebäude, also die Hallen alles ganz benutzt, außer das Wohnhaus. Das würde ich doch gern zumindest teilweise mitbewohnen. Ich werde zwar etwas öfter in Urlaub sein, aber ich bin ja nicht verschwunden. Ich wandere ja auch nicht aus. Das ist kein Problem. Ne? Entweder bin ich da oder im Haus im Dorf drinnen, wo ich habe. Ja, oder hier, ne? Ich war selten. Ja. Am Hof, im Haus. Ja gut, hier hast du auch noch, ne? Ja, hier oder im Dorf habe ich auch noch ein Haus. Genau. Eine Wohnung. Ja, ja. Ja, nee, das, wie gesagt, das Haus wollte ich schon gerne behalten. Die Maschinen und alles überlasse ich alles und ich hätte dann, keine Ahnung, ich muss mal aber genau ausrechnen, irgendwie ein paar Prozent vom Umsatz im Monat. Ich muss mal ausrechnen, wie viel das werden könnte. Dass du davon gut leben kannst und ich habe auch noch ein bisschen was dazu verdienen. Genau, das machen wir so, oder? Die Unkosten, also ich sag mal Strom, von der Produktion, den ganzen Kram. Das übernehme ich weiterhin, das läuft alles weiter auf mich. Die Firma bleibt auch Blume, Landhandel. Ja. Aber ich will den, wie soll ich sagen, den Papierkram nicht mehr haben. Ich will mich da zurückziehen. Problem, das machen wir schon. Genau. Dass ich einfach, wenn ich da bin, dann helfe ich mal und wenn ich nicht da bin, dann eben nicht. So die Richtung. Und ich würde dir dann Maschinen, den ganzen Kram überlassen. Ah, das wäre cool. TÜV und so ein Kram muss ich halt eben selber tun. Also da kümmere ich mich. Ich bezahle zwar alles hier, die Steuern, Versicherungen und so ein Kram. Aber TÜV und so ein Krempel, Reifen, und das will ich nichts mehr mit zu tun haben. Das freut mich voll, dass du volles Vertrauen in mich hast. Ja, du das alles mit übernimmst. Warte, ich habe mal gerade Telefon. Moment, hallo? Ja, Rupo hier. Ja, servus. Ich würde einmal 47.000 Liter Kalk und 47.000 Liter Dünger holen. Okay, bist du schon da oder was? Ich bin bei dir unten am Landhandel. Okay. Dünger 47.000, das sind, Moment, 47, das sind 14, 80, 96.000 für den Dünger. Und Kalk, die Hälfte, Moment. Kalk wären 20.000. Deutsch 23.000 für Kalk. Was ist für Dünger? 94. Ja. Und Kalk wären es 23. Gut, da kriegst du 117. Genau. Weiß ich dir das, dann hole ich das. Dann. Ja, genau. Ich bin im Moment eh nicht da, dann kannst du das machen, wie du willst. Müsste auf jeden Fall genug da sein. Okidoki. Gut. Perfekt. Ja, wunderhübsch. Alles dann klar. Dann hole ich mir das jetzt. Gut. Jo, perfekt. Danke dir. Mach's gut. Kein Problem. So, genau. Also wie gesagt, die Türmenkrampel übernehme ich. Werkstattkosten musst du natürlich übernehmen, die weiß ich ja nicht. TÜV, das ist überhaupt kein Problem mit der Werkstatt. Die Kosten nehme ich, also Anmeldungen so, außer halt eben, was jetzt anfällt, das musst du halt eben selber. Ja, überhaupt kein Problem. Und die ganze Buchführung, Steuern, die ganze Rotz, also die ganze komplette Geschäftsführung musst du halt eben überlegen, die ganze Betriebsführung und alles. Das mache ich. Wenn ich da mal da bin, dann kannst du mir sagen, ich soll dies oder jenes machen, aber ich übernehme keine Planung mehr und kaufe nichts ein und mit den Händlern die ganzen Deals. Die ersten Deals hier mit dem Baumwolle jetzt zum Beispiel, das werde ich dann noch mit irgendwie einleiern und der Rest, der weißt du eh schon. Die ganzen der Rest Verkäufer, die kennen, genau, die kennst du eh schon. Das wäre optimal, da könnte ich mich ein bisschen zur Ruhe setzen. Ja, Olaf, du suchst noch eine Arbeit oder machst du jetzt nichts mehr, bis du gehst? Doch, ich bleibe da. Ja. Du könntest dort hinten Milch wegfahren. Ja, klar. Einmal ausräumen, die Milchkammer. Ja. Ich fahre einen Tanker holen, kein Problem, machen wir. Und wie viel Mischration hast denn du noch? Oh je, reichlich. Jede Menge. Möchtest mich mal Vollgas beliefern? Ja, klar.
dann produziere dann, ich nach. Wenn genau, da komme ich erstmal mit Milch holen, weil die verkaufen und dann. Genau, ja. Soweit es dir geht, der Rest hole ich dann nachher noch. Genau. Okay, machen wir. Kein Problem. Perfekt. Dann fangen wir schon mal an mit der Arbeitsteilung, dann kannst du mir Aufträge verteilen. Okay, ja, kein Problem. Passt. Okay, dann bis später. Jo. Ich komme zuerst in Müll schon, ne? Ja, passt perfekt. Okay, tschüss. Passt. Ciao. Okay, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann, haut rein. Tschüss.